Dann bot der Musikverein Röschitz bis im 9. und 30. Frühjahrskonzert Blasmusik aus dem Fett. Und elegant, dynamisch, spannend, interessant und unterhaltsam. Daniela Neumeier führte charmant durchs Konzert. Moderne Klänge im zweiten Teil des Programms unter Leitung Kapellmeister Stefan Stift, Christine Wiekopf, Franz Josef Stift präsentierten 54 Musiker ein sehr anspruchsvolles und ansprechendes Programm, das vor Pause den Operettenmarsch aus dem Zigeunerbaron Johann Strauss Sohn Bahn Frey beinhaltete Eduard Strauss, ein Operettenmädchen aus «Eine Nacht in Venedig» Johann Strauss im Jüngeren, Monumentum Martin Scharnagel Konzertmarsch Mos Solus Lorenz Eibeger. Im zweiten Teil standen Schlager, Rockmedleys, Filmmusik und schließlich die Polka «Von Last Rund» von Markus Nentwig auf dem Programm. Das grosse Frühjahrskonzert «Es war bis auf den letzten Platz voll» war einmal mehr der musikalische Höhepunkt im Röschitzer Kulturprogramm. Die Gäste jedenfalls gratulierten ihm mit viel, viel Applaus. Stolz präsentierte der Musikverein im Rahmen des Frühjahrskonzerts seinen erfolgreichen Nachwuchs. Jugendreferentin Karin Krottendorfer Stift überreichte zusammen mit dem Vorsitzenden Johann Gruber 5 Leistungspreise an die jungen Musiker Edgar Tiller, Paul Neuhold, Katharina Krottendorfer, Emma Edlinger und Katharina Frischhoff. Ehrige und Preise für langjährig aktive Musiker waren ein weiterer besonderer Höhepunkt des Abends. Lieder war nach 2 Zugaben Schluss. Bei einem gemütlichen Umtrick in der W4 Winothek ließen die Musiker und Gäste den abwechslungsreichen Blasmusikabend ausklingen. Edgar Tiller, Paul Neuhold, Katharina Krottendorfer, Emma Edlinger und Katharina Frischhoff nahmen die Jugendleistungsabzeichen im Rahmen des Frühjahrskonzerts von Kapellmeister Stefan Stift, Dominik Summerer, Bürgermeister CH, Eduard Reininger entgegen.